Bachor, Sie sind Grafikdesignerin, Kunsttherapeutin und Nahtoderfahrene. Sie hatten bereits vor mehreren Jahrzehnten ein außergewöhnliches Erlebnis, das Ihr gesamtes weiteres Leben beeinflusst hat, über das Sie aber lange nicht sprechen konnten. Bitte erzählen Sie uns, was damals geschehen ist und unter welchen Umständen. Ja, ich war Mitte 30, lebte in Stuttgart und hatte so sehr dramatische Beziehungsprobleme. Ich war verheiratet, hatte aber gleichzeitig noch einen anderen Mann kennengelernt und ja, es war alles sehr exzessiv und sehr dramatisch, dass das letztendlich in einen leichten Herzinfarkt mündete. Ich bin ärztlich versorgt worden, aber ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus, weil das ist nicht so meins. Und eine Freundin, die dachte wirklich, ich bringe mich jetzt um. Also ich war so depressiv, so am untersten Punkt angelangt, einfach weil ich meine Ehe kaputt gemacht hatte. Mit dem Liebhaber funktionierte das nicht. Und ich war so richtig auf dem Nullpunkt unten, ganz unten. Ne? Nach dem Krankenhausaufenthalt? Ja, während wahrscheinlich vorher auch schon, aber nach dem Aufenthalt. Ne? Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht, weil ich habe ja auch meine ganze Existenz, merkte ich, dass ich die auch zerstört hatte. So alles, was ich aufgebaut hatte mit meinem Ehemann. Wir lebten parallel in Südfrankreich. Ich war Artdirektorin, habe erfolgreich viel Geld verdient und plötzlich war das ein Tsunami, der in mein Leben reinbrach und ich das nicht mehr kontrollieren konnte. Und dann, wie gesagt, der Arzt sagte, ja, leichter Herzinfarkt und irgendwie machen mir Ärzte auch Angst. Also war ich wieder ganz schnell zu Hause in meiner Wohnung bei meinem Mann. Der hatte das akzeptiert. Und ja, und dann war aber noch ein Ereignis, dass eine Freundin mich anrief abends. Sie machte so Märchen-Rollenspiele. Das war bei ihr in Sindelfingen. Und dann war die letzte Rolle die Zauberblume. Und ja. Und auf jeden Fall, als ich dann dran war und mit dieser Blume sozusagen alles erlöste, diesen Bann des Zaubers, brach in mir nur noch eine Sturzflut von Tränen aus. Und es löste sich alles. Während der Aufführung? Während der Aufführung. Ich war nur noch, also ein Flut von Tränen, weil dieses ganze Theater brach aus mir heraus, so dieser Stress. Und auch gleichzeitig diese Vision der Erlösung, ja. Ich bin dann nach Hause gefahren, war aber immer noch in diesem depressiven Zustand letztendlich, sage ich heute. Ja, und am Morgen, ich gehe ins Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee, habe meinen roten Kimono an. Meine Katze, die hieß Sarah, das war eine schwarze Katze, die sprang immer auf den Tisch. Tut man nicht, aber sie setzte sich immer auf den Tisch. Und plötzlich merkte ich, wie ich aus dem Körper heraus, ich sage jetzt mal, gezogen wurde. Also die Schwerkraft hörte auf, ich wurde rausgezogen und ich hielt mich noch an, das war so ein weißer, runder Marmortisch und ich hielt mich noch fest an der Tischplatte. Und es ging aber immer weiter, dass ich so das Gefühl hatte, ich hänge unter der Decke. Und dann ging es noch weiter und dann war ich in einer anderen Sphäre. Was mit meinem Körper, ich saß wahrscheinlich weiter da mit meiner Katze. Und aber ich merkte richtig, wie mein Bewusstsein sich völlig erweiterte. Ich war auch nicht mehr depressiv, ich war glückselig. Und es war wie so ein bisschen wie in Zeitlupe, wie so eine Stufenleiter kam mir das vor. Und dann folgte sozusagen als erstes so ein Lebensfilm. Da war ich in einem Theatersaal und auf der Bühne standen Menschen und ich erkannte, das hat mit meiner Familie zu tun und auch mit mir. Und ich merkte dann auch, während ich das anschaute, ich bin sowohl die Darsteller, ich bin die Bühne, ich bin der Regisseur, ich bin das alles. Und merkte aber, auch da habe ich noch ein bisschen was zu erledigen mit meiner Familie, war noch nicht abgeschlossen. Ne?
Also es ging alles sehr schnell auch. Sie haben also Ihre Biografie im Umfeld Ihrer Familie nochmals erlebt? Ja, einfach so diese Familiensituation, aber vor allen Dingen unter diesem dramatischen Aspekt. Die Einzelheiten, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich wusste nur zum Schluss, ich habe da noch was zu erledigen. Muss da noch was klären. Okay, die Reise ging dann weiter. Also ich sage jetzt hoch, aber letztendlich ist es ja eine Ausdehnung. Und dann war das so, dass ich nur noch lachen musste. Wirklich. Und ich kam mir vor wie der lachende Buddha. Weil ich hatte plötzlich, wurde mir gezeigt, was das für ein Spiel ist, was wir hier inszenieren, welches Drama. Ja, ich habe nur gelacht. Also ich weiß auch nicht immer, wie lange diese Phasen dauerte. Man ist ja außerhalb von Raum und Zeit, aber es war einfach verbunden mit einer Glückseligkeit und einer Befreiung. Es war nicht nur Lachen, sondern es war eine absolute Befreiung von dieser Geschichte, die ich hier gelebt habe als Frau, als Ingrid. Ja, die Reise ging dann weiter und während ich bei der Bühne noch ein Beobachter in der Beobachterposition war, war das so, in der nächsten Stufe wurde ich, also die Welt, die drang in mich ein. Ich wurde irgendwie eine Einheit wieder. Und es wurde immer lichtvoller, stiller, also unbeschreiblich. Und konnte auch nicht mehr so richtig sagen, genau, ich bin das, sondern es war nur noch ein Wir oder ein Einheitsgefühl. Und wurde weiter in eine Sphäre gezogen. Also vor allen Dingen fand ich, ich wurde dort hineingezogen oder man hat mich da hineinmanövriert, ohne mein Wissen, mein Zutun. Und das war, als wenn ich in eine Sonne gezogen würde. Also es war sehr lichtvoll, aber ich hatte auch das Gefühl von einer Art Riesenkugel, von einer Sphäre und ein bisschen golden-gelb wie eine Sonne. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich verschmelze mit Christusenergie und dass ich überhaupt gar nicht mehr alleine war, sondern es war nur noch das Gefühl, ich bin das, so zum Schluss. Was verbinden Sie mit dem Begriff Christusenergie? Also absolute Einheit und Liebe. Es hat für mich jetzt nichts mit der Tradition von der Kirche zu tun. Also ich habe mich da auch lange mit beschäftigt. Ich war vorher auch gar nicht religiös oder irgendwie was. Aber ich wusste, das ist die Christusenergie. Und die absolute Einheit und Liebe und Stille und ja, und vor allen Dingen war das so, als ich diese Stufenleiter hochging, dachte ich noch, wow, jetzt werde ich erfahren, wer oder was Gott ist. Ich hatte ja menschliche Vorstellungen, wie vielleicht erwartet mich ein alter Mann mit weißem Bart oder so. Und dieses Eintauchen in die Einheit zeigte mir eigentlich, dass ich Teil des Göttlichen bin. Und deswegen war der letzte Impuls dieser Satz, ich bin das. So. Also nicht ich bin Gott, sondern ich bin das, ich bin da drin und Gott ist in mir, also so eine Einheit. Also es ist auch in der Phase, man denkt überhaupt nicht mehr, es war so der letzte Impuls noch. Sie sagen, Sie waren nicht konfessionell ausgerichtet, gleichzeitig aber hatten Sie eine Erwartung, ein Bild von Gott, Sie sprechen von Christus, waren also doch religiös geprägt. Wie schätzen Sie das selbst ein? Also ich bin ja schon evangelisch, also nicht erzogen, aber konfirmiert worden. Man hat ja im Schulunterricht, also ich hatte so, ich glaube, wie auf der untersten Ebene was gehört von Jesus, von Gott, von Liebe oder so, aber ich konnte mir da nichts drunter vorstellen. Und ich hatte das Gefühl, durch meine Eltern oder Mutter, Gott sieht alles und bestraft dich, der strafende Gott. Und das war auch eine der wichtigsten Erfahrungen, ich glaube, als diese Phase mit dem lachenden Buddha war, da ist überhaupt kein strafender Gott, das existiert nicht, das sind nur unsere Geschichten. Und das war auch nochmal eine ganz große Befreiung,
obwohl ich nicht wirklich dran geglaubt habe an Bestrafung. Wie gesagt, ich war auch nicht religiös orientiert, eher atheistisch oder materiell, würde ich sagen. Das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. In einer schriftlichen Wiedergabe Ihrer Erfahrungen haben Sie Ihr Erleben sehr eindeutig mit Christus assoziiert. Sie schreiben: In meinem Sein offenbarte sich mir Christus als ewig gegenwärtige und liebende Wirklichkeit. Gleichzeitig aber hatten Sie eben keine traditionell christliche Prägung. Warum gerade der Begriff Christus? Ja, könnte man fragen. Es war wie ein altes Wissen, was auftauchte. Es war einfach in mir da, obwohl ich mich sicher auch mal mit Buddhismus befasst habe oder Hinduismus. Also Mitte 30 kriegt man so einiges mit, auch von Freunden, und die in verschiedenen Religionen da tätig sind oder als mit Gurus oder so weiter. Nee, das war absolute Gewissheit und auch im Wiederanknüpfen an das Christusbewusstsein, was ich wahrscheinlich mal gehabt habe, und vor allen Dingen, dass diese lebende Wirksamkeit oder Wirkung, dass die aktiv ist und dass die was mit mir macht. Also nicht, dass ich irgendwas machen musste. Wie gesagt, ich war ja überhaupt nicht gläubig, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, so eine Erfahrung zu inszenieren. Also das heißt, für mich war das eine Präsenz, eine allwissende Präsenz, die auch um mich wusste und vor allen Dingen mich liebte. Bedingungslos, war der Kontrakt, weil ich das auch vorher nicht erlebt hatte. Genau, diese bedingungslose Liebe. Gerade in so einer Situation. Ja, oder überhaupt im Leben. Und ich hatte ja gerade diese Liebesdrame hinter mir. Und ja, das heißt, diese bedingungslose Liebe zu erleben, das war für mich ein Wiederanknüpfen an vielleicht an die Quelle, wo ich hergekommen bin. Also es war total vertraut. Und es war klar, es ist Christus. Und ich habe mich auch dann erinnert, ich hatte in der Jugend oft Visionen von Jesus, die ich aber nicht so ganz ernst genommen habe. Also er ging oft an meiner Seite. Ich wusste, es ist Jesus, aber ich konnte nicht so viel damit nicht wirklich anfangen. Ne? Aber das alles ist in Ihrer heutigen Erinnerung aus Ihnen selbst gekommen, ohne dass Sie eine religiöse Prägung durch das Elternhaus hatten? Nee, meine Eltern waren atheistisch. Es gab vielleicht eine ganz interessante Episode, weil die auch in Bezug auf Christus und auf die späteren Erlebnisse mit dem Heiligen Geist in Gestalt der weißen Taube zu tun hat. Als meine Mutter schwanger war mit mir in Vilshofen in Bayern, das waren Flüchtlinge, meine Eltern, ganz arme Leute. Die hatten da zwei Zimmer und unter der Decke war so ein Stück mit einer Taube. Und meine Mutter war schwanger mit mir und erzählte dann, da wäre wohl ein Freund da gewesen und hätte die Bemerkung gemacht, du bist wohl vom Heiligen Geist geschwängert worden. Daraufhin musste mein Vater das abklopfen, also entfernen. Und das finde ich so einen tollen Einstieg für mich, weil ich ende jetzt nur mit weißen Tauben. Ja. Hatten Sie in diesem Erlebnis auch so etwas wie eine Vorausschau? Eine andere Vorausschau hatte ich in dem zweiten Nahtod, aber da hatte ich noch Folgendes. Auf der Rückreise, irgendwann wurde ich wieder runtergezogen, auf der Rückreise war ich in einem Feld, man könnte schon sagen, mir wurde die Zukunft gezeigt. Also ich habe die Zukunft von mir und von der Erde gesehen. Mir wurde eine neue Erde gezeigt, einen neuen Himmel. Nicht unbekannt, der Spruch. Und vor allen Dingen diese wundervolle Harmonie und Farben und Kräfte, die nicht mehr im Widerstreit waren, sondern in Harmonie, in dem Gesetz irgendwie drin. Und vor allen Dingen wurde mir gezeigt, wie meine Seele aussieht und wie die Seelen der anderen Menschen aussehen und von den Bäumen, von den Tieren, von den alles. Mir wurde das alles natürlich blitzartig gezeigt. Und es war so, als wenn das so eine kompakte Information in einer Sekunde, weiß ich nicht, ist ja nicht zeitgebunden. Auf jeden Fall habe ich
Ich war so begeistert von dieser Schönheit und von dieser, ja, was hinter diesem Drama, was wir hier leben, steht, dass ich so begeistert war und habe gesagt, das nehme ich mit. Das mache ich. Und ich glaube, deswegen bin ich wieder hier runtergekommen. Wie kam es dann zur Rückkehr in den Körper? War da eine Entscheidung, ein Impuls? Nee, das war, als ich entschieden habe, also vorher war ja noch dieses Feld Christusbewusstsein. Dann kam ich runter in diese Sphäre, wo mir die Seele der Welt gezeigt wurde. Ich sage jetzt mal bewusst der ganzen Welt. Und wo ich so mit verschmolzen bin, dass in diesem Einheitsfeld mir klar war, ich weiß das alles, ich bin nicht mehr getrennt und das nehme ich mit. Und dann war ich wieder im Körper. Konnten Sie nach Ihrer Rückkehr mit Ihrer Lebenssituation leichter umgehen? Nee, gar nicht mehr. Eher gar nicht. Also es war so, dass ich erstmal die ungefähr eine Woche so voller Liebe war, dass ich nur noch durch Stuttgart gelaufen bin oder draußen. Ich war sehr unruhig und ich hätte alle Menschen in Arm oder habe teilweise in Arm genommen, habe gesagt, ich liebe sie. Mir liefen dann die Tränen vor lauter Glückseligkeit runter und ich liebte die ganze Welt, als wenn sie meine Kinder waren. Also und das hat natürlich mein Mann mitgekriegt und er dachte, das ist nicht normal. Und ich hatte auch dann noch einen Job in einer Agentur, die haben mich nur merkwürdig angeguckt und ich spürte, das kann ich so nicht halten. Ich muss irgendwas tun. Ne? Und ja, man sagte auch, ich würde so viel Licht ausstrahlen und nur glückselig lächeln und mir liefen die Tränen voller Liebe runter und das war schon... merkte ich, das geht so nicht. Ja? Mein Mann hätte mich in die Psychiatrie eingewiesen, ne? Glaube ich. Und, konnten Sie mit ihm überhaupt nicht darüber reden? Ja, verstand das nicht. Er dachte, ich habe irgendwie rumgesponnen oder einen Traum oder... Also, der verstand das nicht. Und dann habe ich auch angefangen auf... Also, ich habe dann nicht mehr über solche Erfahrungen, über diese Erfahrung weiter gesprochen. Weil die anderen konnten das nicht, die dachten, ich hätte irgendeine Psychose oder so. Weil ich war auch sehr aktiv und sehr, ja, sehr lebendig und das konnten sowieso manche nicht vertragen. Und dann erzählte ich über die Seele und ja, es war ganz schwierig. Und das heißt, ich habe ungefähr eine Woche gebraucht, um überhaupt wieder aus diesem Glückseligkeitsmodus rauszukommen. Heute würden alle nur da hinein wollen, sage ich jetzt mal, in dieses befreite Bewusstsein. Aber ich war ja Mitte 30 und hatte keine Ahnung von allem, was da letztendlich passiert ist oder was das für eine Bedeutung für die Welt haben würde noch. Und ich habe dann versucht, ich glaube, ich habe nur mich in den Boden gestampft, getanzt, wieder runterzukommen, wirklich wieder runterzukommen. Und dann begann eine Phase, wo ich mich habe getarnt. Ich habe nicht drüber geredet. Ich habe versucht, noch im Job weiterzumachen, aber dann passierte, ich glaube, ich kam noch mal mit dem Freund zusammen. Das war auch nur ein Drama. Und langsam ging das auch mit der Ehe so zu Ende, dass ich dann nach Düsseldorf zurückging oder so. Also es war schwierig. Ich versuchte das damals eher zu tarnen und ich wusste auch nicht, also ich wusste, mir wurde gesagt, ich bin Heilerin, aber ich merkte im Umfeld, sobald ich über die Seele sprach oder was zu heilen, das kriegten die Leute nicht mehr zusammen und ich auch nicht. Ich hatte ja keine Ausbildung in der Richtung oder damals war es auch noch verboten, wenn man keine Ausbildung hat zu heilen, das weiß ich noch. Insofern habe ich das immer so ein bisschen getarnt. Fing aber dann an, dass ich entdeckte, wenn ich die Seele der Menschen zeichnete, weil ich bin ja Grafikerin und neige dazu eher zu zeichnen, dass die, ich erinnere mich, da war noch ein junger Mann da und ich zeichne und der zuckte dauernd zusammen, als hätte ich ihn mit einer Nadel gestochen. Er sagte, jedes Mal, wenn ich den Stift auf das Blatt setze, zuckte der, also spürte er das. Und da sage ich, oh super, dann kommt das doch richtig im Körper auch an, ja. Und dadurch wurde ich bestätigt durch, ich sage Klienten oder Ratsuchenden, dass ich über die Zeichnungen und Bilder da einen Weg fand,
beraterisch und heilerisch tätig zu sein, versuchte aber gleichzeitig in der Werbung weiterzumachen. Und das Problem war ja, ich hatte meine Existenz verloren. Mein ganzes Geld ist draufgegangen mit Ehe. Wir haben ja auch in Frankreich gelebt. Also ich fing bei Null wieder an. Und wenn ich nicht diese Erinnerung gehabt hätte, dieses Wirken vom Heiligen Geist und auch die Begleitung vom Gefühl her, dass ich da geschützt und begleitet werde, glaube ich nicht, dass ich das überlebt hätte. Vor etwa 25 Jahren hat Ihr Leben dann nochmals eine dramatische Wendung genommen durch eine Krebserkrankung. Genau, das war 1997. Und zwar war das wirklich ein Jahr, wo die ganze Welt zusammenbrach für mich. Also da war die Scheidung auch, definitiv die Scheidung. Ich wurde gemobbt im Beruf. Ich hatte dann auch die Kündigung. Mein fast neues Auto wurde gestohlen. Und mein Vater starb. So, und das war alles so dramatisch, alles so kompakt. Und auch der Tod meines Vaters, ich habe ihn dann begleitet noch 3 Monate durch die Krankenhäuser. Es war ganz schlimm und ich musste auch entscheiden auf der Intensivstation, dass die Geräte abgeschaltet werden. Welcher Wunder, dass die Ärzte mich gefragt hatten. Aber und ein paar Monate später war bei mir dann die Diagnose Krebs. Ein Unfall nach dem nächsten passierte, innerhalb von 3 Jahren, dass ich am Ende der 3 Jahre eine Nahtoderfahrung hatte. Und zwar aber zu Hause. Weil ich hatte da schon entschieden, wenn die Ärzte mir sowieso prophezeien, ich überlebe das nicht, dann kann ich auch, gehe ich nach Hause. Also waren Sie austherapiert? Eigentlich austherapiert, aber die hätten immer weiter mit Chemotherapie oder irgendwas gemacht. Strahlentherapie und sonst so. Und das heißt, ich lag dann zu Hause, in Düsseldorf war das, im Bett. Und plötzlich verschwand dieses ganze Zimmer. Und es war, als wenn ich im Kosmos bin. Und über mir leuchtete ein riesiges, weiß strahlendes Tor mit der weißen Taube. Das Gemälde habe ich ja danach gemalt. Und es war nur Frieden und Stille. Und ich sage jetzt mal bewusst nochmal Frieden. Ich glaube, der Krebs wurde auch ausgelöst aufgrund nochmal unserer Familiengeschichte, wenn ich da nochmal drauf eingehen kann, weil ich glaube, viele Menschen erleben oft so Tragödien und wissen nicht, wie sie rauskommen sollen, so aus diesem tiefen Tal. Und ich weiß noch, ich hatte eine ganz schwierige Kindheit und habe immer gedacht, mein Vater und ich, wir hassen uns. Und als ich ihn begleitet hat und er gestorben war, merkte ich, dass ich ihn eigentlich total liebe. Und ich hatte dann auch den Beerdigungsbrief beschrieben für den Pastor und war auch fürchterlich am Heulen. Und meine Mutter sagt, der ist es nicht wert, dass du wegen ihm heulst. Und ich glaube, das hat mir so richtig das Genick gebrochen. Ich glaube, das war der Auslöser, dass ich dann auch krebskrank geworden bin. Was war das für Krebs? Brustkrebs und dann Metastasen. Ja, und das heißt, ich habe das alles verdrängt, auch mit meiner Mutter. Aber als mein Vater gestorben ist, war meine Mutter ja alleine mit mir. Und da merkte ich einfach, was für Spiele die gespielt hat. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das sind so Spiele, die kenne ich mittlerweile auch von anderen Geschichten, dass das so richtig übelst ist. Und ja, und ich weiß noch, ich lag da im Bett mit dem Krebs austherapiert. Die Ärzte gaben mir noch ein paar Tage Zeit, weil ich hatte so einen großen, faustgroßen Tumor über dem Herzen, der nicht mehr operabel war. Und ich hatte Rückflussstau im Gehirn, also. Und der war wirklich nach außen, so faustgroß. Und interessant, auch über dem Herzen, ne? Genau. Der war verwachsen, dieser Tumor, mit dem Sternum, mit dem Herzen, mit allem. Es war also nicht operabel. Und ich lag da und ich hatte so einen Hass auf meine Mutter. Und ich merkte, da ist so ein Kampf in mir, als wenn ich mir das nicht eingestehen dürfte, dass ich meine Mutter so hasse, ich hätte die umbringen können. Und es kam, glaube ich, einfach dieses Ganze von früher, alles kam hoch, was da
in unserer Familie passiert war, sagen wir, von seelischen Übergriffen von anderen. Und ich lag so, ich sag jetzt mal, im Todeskampf und ich spürte diesen Hass. Es war wirklich, ich sag, das war fast eine Höllenerfahrung für mich. Und solange ich mich weigerte, so, das darf ja nicht sein. Ich habe doch vorher eine Liebeserfahrung gemacht vor 30 Jahren oder 20 Jahren. Ich kann doch nicht so hassen. Ich bin doch Liebe. Also das war so ein Widerspruch in mir. Und erst als ich dann richtig so, ich konnte auch nicht sterben, also ich konnte nicht einschlafen. Ich merkte, ich schaffe das nicht zu sterben. Ich nickte immer weg und wurde wieder zurückgerissen. Und dann zum Schluss habe ich gesagt, ja, ich gebe auf. Ich hasse meine Mutter. Und in dem Moment wurde ich rausgezogen. Also ich war ganz am tiefsten Punkt wieder. Und dann Fahrstuhl hoch in den Kosmos. Also was Sie im Prinzip gemacht haben, war einen inneren Kampf aufzugeben und sich ganz dem hinzugeben, was ist. Ja, und auch sagen, ja, ich hasse meine Mutter. Ich bin so voller Hass, ich hätte die ganze Welt zerstören können. Es roch auch richtig nach Schwefel in mir. Also es war wirklich wie, ich habe gedacht, ja, da dachte ich, ich habe wirklich eine Halluzination. Es roch richtig nach Schwefel und ich dachte, ich bin in der Hölle gelandet. Aber an dem tiefsten Punkt kommt dann die Gnade. Wie haben Sie das erlebt? Ja, dass ich dann, ich war ja sofort dann aus dem Körper raus, in dem Moment, wo ich einfach das so akzeptiert habe, dass ich das bin, dass ich so bin. Und in dem Moment hing ich irgendwo im Kosmos mit meinem Bewusstsein. Ich war ganz schnell raus aus meinem Körper. Und wie gesagt, über mir war dann der Heilige Geist in Gestalt der weißen Taube. Und ich wusste sofort, das ist wieder Christus. Und vor allen Dingen das Geschenk des Friedens. Weil ich habe ja so meine Mutter gehasst, dass ich hätte alleine gar nicht gewusst, wie finde ich Frieden mit mir und meiner Mutter, mit dem, was ich erlebt habe, durchgemacht hat. Und der Frieden war, der hatte so ein zartgrünes Licht. Und es war auch absolut still, zeitlos. Und es dauerte eine Ewigkeit. Und ich war nur am Staunen, was der Himmel sich da, was sich da zeigte. Also ich habe eigentlich nur gestaunt, was jetzt wieder passierte. Und irgendwann hörte ich in meinem Herzen ganz tief drin eine ganz leise Stimme. Bist du bereit? Dann weiteres Staunen, weil ich, also irgendwie funktionierte der Verstand auch nicht mehr. Ich habe das gehört, dachte, weiteres Staunen. Dann nach für mich eine Ewigkeit, ein zweites Mal, bist du bereit? Ganz zart, aber voller, ja zärtlich, nicht zart, sondern zärtlich, wirklich liebend. Und ja, dann fand ich diese Impression mit der weißen Taube so stark, habe ich gesagt, stopp, ich muss das nochmal. Wenn mich jemand hier tot findet, muss ich das hinterlassen, was ich hier erlebt habe. Und dann, wups, war ich wieder im Körper. Also heute weiß ich, mein Geist hat mit Humor mich gefragt, bist du bereit? Und ich habe dann selbst entschieden, ich muss das nochmal, ich komme nochmal zurück. Und wie ging es dann mit Ihrer Krankheit weiter? Ja, dann war erstmal noch Drama. Das heißt, ich hatte wieder so ein, wie heißt das, Bewusstsein, Ohnmachtsanfall, Notarzt wieder. Und dann wurde ich nochmal, kommt man ja fast automatisch wieder ins Krankenhaus. Also mit Notarzt, tatütata, und ich war so fertig mit den Nerven. Allein wenn man dann nackig steht als Frau, man wird bemalt mit einem Kugelschreiber, irgendwie so einem Filzstift. Ich kam mir vor wie so ein Schlachtvieh. Dass ich auch das akzeptiert habe, dass der Arzt gesagt hat, Sie überleben das nicht, in 3 Tagen sind Sie tot. Sie müssen das entscheiden, ich nehme Sie mit. Okay. Also daraufhin folgte nochmal 40 Tage ein Strahlenzyklus, dem ich zugestimmt hatte. Es passierte aber nichts, es war immer noch so
zum Ende. Und ich glaube, es waren noch 2 oder 3 Sitzungen übrig. Da merkte ich, dass das Gerät nicht in Ordnung war. Also vorher war immer so, wenn ich unter dem Strahlengerät lag, drehte sich das irgendwie in mir. Und an dem Tag kriegte ich so einen richtigen Schlag in Sola hier in den Bauch rein. Und dann habe ich dem Professor gesagt, irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht. Ich mache das nicht mehr. Habe auch einen Fax geschickt. Und er sagt, nee, das Gerät ist gerade gewartet worden, das ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall haben die mich so unter Druck gesetzt, mir so Schuldgefühle, Druck und ein Theater gemacht, dass ich gesagt habe, okay, also ich mache die 2 letzten noch. Ja, und was war? Beim nächsten Mal hatte ich eine Strahlenverbrennung. Und zwar ganz schlimm, weil ich gleichzeitig, ich weiß nicht, ob man mir eine Salbe gegeben hatte oder so. Ich hatte eine Kontaktallergie am ganzen Körper. Ich sah aus wie auf dem Scheiterhaufen. Alles wässrige Brandblasen von oben bis unten. Nur das Gesicht war frei. Ich konnte weder stehen, liegen, also ging gar nichts. Es war wirklich auch da sehr dramatisch. Jo, und dann habe ich, glaube ich, entschieden, das war's jetzt. Ich gehe in kein Krankenhaus mehr, kein Arzt. Und ich hatte dann auch noch ein Gespräch mit einer Psychotherapeutin. Und die Psychotherapeutin sagte dann, was ist denn so ihr letzter Wunsch, ihr letzter Wille? Ja. Und dann habe ich spontan gesagt, mit Delfinen schwimmen. also ich war früher auch Taucherin, ich war viel im Meer. Und er sagte, ja, das ist ein schöner Wunsch, das wird ja wohl nicht gehen mit der Strahlenverbrennung. Und ich war ja in so einem Zustand, dass ich nicht mehr flugtauglich, also flugfähig war. Und ist auch, mache ich trotzdem, ist mir völlig egal, sonst mich aus dem Flugzeug schmeißen. Also ich habe dann so mit Trotz reagiert und das hat mir eigentlich das Leben wieder gerettet. Das heißt, ich war so trotzig, ich habe sofort in Florida angerufen, habe einen Termin buchen lassen, mein ganzes Geld vom Konto, die letzten 10.000 D-Mark, glaube ich, war das noch, und habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ab dem Moment, wo ich wusste, ich fliege zu den Delfinen, das dauerte ja noch 3-4 Wochen, also man kriegt ja einen Termin, dann dauert das. Ich habe mich nur noch mit Delfinen befasst. Und in der Zeit merkte ich, ja, ich lebe ja jetzt schon eine Woche länger. Ich lebe auch 2 Wochen länger. Der Tumor ist so gut wie vielleicht minimal ein bisschen kleiner geschrumpft. Vielleicht durch die Bestrahlung, aber war nicht viel passiert. Und ich habe mich nur auf Delfinen, ich habe Delfinfilme. Also wir waren richtig meine rettenden Engel, also geistig habe ich mich mit Delfinen verbunden, habe die auch gemalt. Ja, und dann war ein paar Tage vorm Abflug, wache ich auf, gehe unter die Dusche und fühle an meinem Körper, dass diese, ich hatte auch noch so walnussgroße Metastasen, Geschwüre in den Lymphbereichen im Oberkörper und dieser faustgroße Tumor, dass der verschwunden war. Das war über Nacht verschwunden. Und ich habe gedacht, ich hatte nur einen Albtraum, ich habe überhaupt keinen Krebs. Aber dann spürte ich natürlich, ich habe hier so eine lange Narbe an der rechten Brust. Die war da, auch diese Biopsienarben und so. Aber es war wirklich wieder eine totale Befreiung, ein Lachen. Und das war noch viel stärker als eine Nahtoderfahrung, dass dieser Krebs verschwunden war. Und es war sogar so, dass in meinem Kopf das gelöscht war. Also vorher hat man ja nur Thema Krebs, Krebs, Krebs. Man ist ja in so einem, wie in so einer schwarzen Wolke drin, wenn man die Diagnose Krebs hat und dauernd mit Ärzten dieses alles durchspielen muss. Es war gelöscht. Das war in meinem Kopf gelöscht. Und ich habe immer gesagt, ich bin in einer parallelen Ingrid erwacht, die keinen Krebs hat. Also wie in so einem Paralleluniversum. Das passierte wirklich über Nacht? Über Nacht. Und ich habe auch nachts nicht mitgekriegt. Ich habe geschlafen. Es war einfach morgens weg. Ja, und dieses Wunder nach diesen 3 Jahren Dramen und wirklich Todesurteil, boah, also das hat mich wirklich überzeugt. Sie haben es einmal mit den Worten beschrieben, der Heilige Geist hat mir neues Leben geschenkt. Ja, weil ich ja im Nahtod diese Vision mit der weißen Taube hatte.
Und für mich war das auch immer nachts. Ich war nachts oft mit Jesus zusammen und auf der Christusebene. Also es passierte immer viel, auch im Traum so. Und noch, also für mich war das eigentlich eine konstante Begleitung, die ich dann teilweise durch den Stress im Krankenhaus auch wieder verdrängte. Aber in dem Moment, wo ich morgens aufwachte und dieses Wunder an mir erlebte, boah, denke ich, der ist ja richtig da, das wirkt. Das ist ja nicht nur ein Versprechen, sondern es wirkt, es ist eine tätige, ja, eine Lebenstat, das aufzulösen. Also es war wirklich, also für mich viel stärker als der Nahtod. Wenn Nahtod war, für mich nach Hause kommen, das war so vertraut. Aber in dieser Realität eine Wunderheilung zu erleben, das springt alles. Haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie erlebt haben, eine reine, unverdiente Gnade war? Oder sind diesem Erleben doch gezielte Verhaltensänderungen Ihrerseits vorausgegangen? Also wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, das waren sogar die ersten Erfahrungen oder die ersten Visionen, die ich auch in der Studienzeit hatte. Das war alles so eine konstante Entwicklung, wie ein roter Faden, mich wieder mit dem zu verbinden, was ich vorher mal war, was ich dann auch jetzt in meinem erweiterten Bewusstsein auch erfahren darf, wer ich bin. Und das hat sich dann später nochmal gezeigt. So 2003 kam ja nochmal eine Erfahrung, eine ganz intensive. Aber Jesus hat es ja gesagt, oder in der Bibel steht ja auch, oder Gott wirkt eben durch den Heiligen Geist in Gestalt der weißen Taube. Das habe ich mir immer merken können. Ist das für Sie eins, der Christusgeist und die heilige Taube? Man spricht ja von der Trinität, ne? So. Und meine, also mir wurde gesagt, dass ich so ungläubig gewesen wäre, dass man eine richtige Show hätte machen müssen mit in Gestalt einer weißen Taube, dass das Eindruck auf mich machte. Sonst hätte man mich nicht überzeugen können. Warum glauben Sie, war es wichtig, Sie zu überzeugen? Das frage ich mich dann auch. Erzählen Sie uns bitte noch von dem, was 2003 geschehen ist. Also diese Wunderheilung war im Jahr 2000, die fand in Düsseldorf statt. Dann hatte ich sozusagen kein Geld mehr, musste wieder von null anfangen und habe mich irgendwo in der Nähe von Bad Münder bei Freunden eingenistet. Also es war wieder eine ganz schlimme Zeit, wieder ganz unten so. Ich war dann 2003 wieder nach Düsseldorf unterwegs. Ich habe dann später in Krefeld eine Wohnung gefunden, versuchte wieder anzufangen. Und ich war da bei der Freundin, wo ich immer wohnen konnte, während ich auf Wohnungssuche war. Wir haben dann zu dritt meditiert. Einfach so abends hingesessen, meditiert. Und plötzlich merkte ich wieder, okay, die Reise geht wieder los. Ich bin wieder außerkörperlich rausgezogen worden. Und der Körper ist dann völlig erstarrt. Also ich saß da völlig in Starre. Die haben mich hinterher auch kaum mehr rausgekriegt erstmal. Von wo rausgekriegt? Aus dieser Starre. So, der Körper ist dann wie ja, gelähmt. Oder ja, und ich befand mich auf der schottischen Insel Iona, wo ich vorher nie zuvor gewesen bin. Und hinterher habe ich mal recherchiert, Iona heißt die weiße Taube auf Schottisch. So, und dann bin ich da. Ich habe da gelegen auf dem, das sind so karstige Landschaften. Ich hörte die Möwen, ich hörte, also es war wie ein Sommertag. Ich hörte das Meeresrauschen in der Ferne. Ich lag dann auf diesem stoppeligen Gras, die Arme ausgebreitet, so auf dem Rücken. Also auch wieder wie festgenagelt, ganz starr. Ich konnte mich nicht bewegen. Hatte aber ein Gefühl für meinen Körper, obwohl der ja in Düsseldorf meditierte. Und ja, und diese Geräusche, der Wind, das Brausen, das wurde immer stärker, immer stärker. Das hörte sich an wie Segeln, die flattern, ne? So ganz laut. Und dann öffnete sich der Himmel und eine riesige weiße Taube schwebte herab. Die war größer als ich. Und legte sich auf meinen Brustkorb. Und ich konnte richtig das Gefieder riechen, so diese kühle Frische.
Und sie senkte 3 Blutstropfen in mein Herz, so nacheinander. Ja, das war unglaublich. Und der Wind war dabei immer noch stärker, sodass die Federn sich auch hoben. Und dahinter war nur weißes Licht hinter den Federn. Also ich konnte sehen, die Taube, aber die bestand nur aus weißem Licht. Und ganz zum Schluss, nachdem die 3 Blutstropfen, die waren so groß irgendwie, ganz groß, einzelne, war nur ein riesen weißer Lichtblitz und die ganze Szene verschwand. Und ich war dann wieder in meinem Körper und brauchte ewig lange, die haben mich lange versucht, da aus meinem Körper, also mich wieder wach zu kriegen. Und es war wie so eine Blutinfusion, wie so eine Wiederbelebung. Dieses Erleben hatte dann auch konkrete Auswirkungen für Sie. Ja, dann habe ich entschieden, so, ich arbeite wirklich ab jetzt mit den Seelen der Menschen, als Beraterin, als Heilerin, also mache meine Arbeit als Transformationsarbeit und zeichne die Seele. Und ich habe auch unzählige Seelengemälde gemalt. Also für mich ist das die Weltseele in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Die offenbaren mir die ganzen Geschichten von den Menschen, zeigen mir, was aktuell wichtig ist zu beseitigen, zu heilen, worum es geht. Und das letzte Bild ist dann immer ein Heilungsbild, wo die ganze Schönheit und Weisheit dieser wundervollen Seele skizziert wird. Es gibt so eine schnelle Skizze oder als Gemälde. Und das sind, weil die Informationen da direkt reingeflossen sind, das Heilungsbilder. Sie sind auch als Hospizhelferin tätig. Wie kam es zu diesem Entschluss? Ja, ich fand das eben in Verbindung mit den Nahtoderfahrungen von Bedeutung, Sterbenden zu helfen. Und ein schönes Beispiel ist, dass ich auf der Palliativstation in Münster eine Sterbende begleitet habe. Und zwar war die vorher mal in einem Malkurs bei mir. Und dann bin ich ins Krankenhaus und habe Blätter und Stifte und Farben mitgenommen. Und sie hatte immer mal Möglichkeiten, so 10 Minuten sich mal hinzusetzen. Sie hatte ja Opium auch bekommen. Und ich habe mit ihr vorher immer eine meditative Reise in ihr Herz gemacht, in den Herzensraum. Da konnte sie auch schon ganz tief einsteigen, weil das ist ja auch der Weg, erstmal, wenn man stirbt, dass man ins Herz reingeführt wird, bevor es rausgeht. Und diese Bilder hat sie auch gemalt. Sie kam immer in ihr Herz, saß auf einer Bank vor einer Quelle und das hatte sie dann gemalt. So an, und das ganze Krankenzimmer hing von diesen Bildern voll und sie war sehr beglückt und konnte auch dann in Frieden sterben, weil sie wusste ja, wie der Weg geht. Und da merke ich, das ist für mich eine wichtige Arbeit, den Menschen zu zeigen, dass man nicht sterben muss, um mit der Quelle in Verbindung zu kommen, dass man das auch vorher machen kann. Und sogar im Leben, wenn man gar nicht krank ist oder noch nicht mal die Ansage Palliativstation. Welche Bedeutung hatten Ihre Erlebnisse für Ihre künstlerische Arbeit? Ja, die Bedeutung war auch interessant. Ich bin ja ausgebildete Grafikdesignerin. Also das heißt, ich war auch Illustratorin, konnte das alles sehr gut, aber ich konnte nie ein eigenes Bild malen für mich. Und erst in dem Nahtod, wo ich mit der Krebserkrankung, wo ich den Heiligen Geist sah und entschieden habe, boah, ich muss das noch malen, um das zu hinterlassen, ab dem Moment konnte ich malen. Ab dem Moment, seitdem male ich nur, ich sage Seelenbilder, Seelengemälde. Ich bin so wie ein Zeichenmedium. Aber es ist nicht nur, dass ich wie ein Kanal bin, sondern ich bin das irgendwie. Aber es ist einfacher für mich, das zu zeichnen. Sie haben Ihre Erlebnisse ja immer wieder in sehr beeindruckende Bilder gefasst. Gibt es darunter eines, das für Sie besonders wichtig ist? Ja, besonders wichtig ist das Gemälde mit dem, was ich im Nahtod erlebt habe, während der Krebserkrankung, mit der Friedenstaube. Also ich nenne es jetzt Friedenstaube, weil das Thema war ja Frieden und Stille. Und dieses ungeheure weiße Tor im Kosmos. Und ich war, glaube ich, nur wie so ein kleiner Lichtpunkt da vom Bewusstsein dazwischen. Und unter mir war etwas, was ich damals identifiziert habe als Weltseele, Seele der Welt,
ein funkelnder, grünleuchtender Kristall, wo alles Wissen für diese Welt drin gespeichert war. Und über mir dieses Tor mit der weißen Taube, die aber ganz still stand. Die flatterte nicht, die war ganz still. Und das war ja die Entscheidung, das muss ich noch malen, das muss ich dieser Welt hinterlassen, was ich da erlebt habe. Weil das war selbst für mich unglaublich. Ja, und dann bin ich wahrscheinlich mal aus dem Bett gekrabbelt und habe dann in meinem Atelier noch Farben gesucht und habe angefangen. Und daraus ist dieses Gemälde entstanden. Und ja, und das nährt mich immer noch und verbindet mich auch immer noch. Es ist wie ein offenes Tor in diese Welt, die uns Jesus oder Christus versprochen hat. Frau Bachor, ich danke Ihnen herzlich für die Einblicke in Ihre Erlebnisse und in Ihre Arbeit. Ich danke auch ganz herzlich. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.